Ein herzliches Willkommen und hallo zu meinem neuen Java-Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute die Vorschleife vorstellen. Also eine sehr, sehr wichtige Schleife. Es ist so, dass die While-Schleife und die Do-While-Schleife in der Regel nicht so häufig verwendet werden wie die For-Schleife. Es ist so, dass in 90% der Fälle, wenn ihr eine Schleife benutzt, dann auch die sogenannte For-Schleife benutzt. Bei der For-Schleife handelt es sich um eine sogenannte abweisende Schleife. Das bedeutet, dass der Rumpf erst dann ausgeführt wird, wenn die Bedingung, die dort oben in den runden Klammern steht, wahr ist. Erst dann wird es ausgeführt. Ganz einfache Geschichte. Es gibt ein paar Kleinigkeiten zu beachten, aber das gehen wir gleich alles in Ruhe durch. Ihr werdet das verstehen und macht euch keine Sorgen, das ist ganz easy. Die For-Schleife wird mit dem Wörtchen for eingeleitet. Dieses for setzen wir in runde Klammern und nun müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also es ist so, dass die For-Schleife quasi ziemlich einfach eingestellt werden kann. Das heißt, ihr müsst also, ihr könnt die For-Schleife, und das ist eben das Besondere, an eurem Programmiercode anpassen. Also sehr gut sogar. So, das zeige ich euch mal. Also, zuerst einmal müssen wir die For-Schleife initiieren. Das bedeutet, wir initiieren sie mit einer Variable, mit der Variable i, und der geben wir den Wert 1. Als nächstes, das trennen wir durch ein Semikolon, als nächstes kümmern wir uns um die sogenannte Schleifenbedingung. Das heißt, unsere Schleifenbedingung soll sein, dass solange i kleiner oder gleich 100 ist, so lange soll die Schleife durchlaufen. Ist die Schleife durchgelaufen, wird am Ende der Schleife i um 1 erhöht. Ja, dieses hier, was ihr hier seht, das habe ich in dem letzten Java-Tutorial-Video kurz erklärt. Dieser Ausdruck hier ist dasselbe wie, ich kann es ja mal eben hier hinschreiben, i ist gleich i plus andersrum, i ist gleich i plus 1. So, i ist gleich i plus 1. So, das ist dasselbe. Also das ist genau das Gleiche. Das nennt sich inkrementieren. Also ihr inkrementiert i um 1. Als nächstes wollen wir, dass ein Text auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Das kommt in unseren Schleifenrumpf. Dazu Printline. Geben wir den Text aus, dies ist der Durchgang. So, dies ist der Durchgang. Und als nächstes lassen wir uns dann auch die Variable i anzeigen. Das heißt, diese Schleife soll uns die Schleifendurchgänge zeigen. Ganz einfach, ich erkläre es nochmal. Es ist so, dass wir eine For-Schleife haben. In diese For-Schleife wird initialisiert mit der Variable i ist gleich 1. Die Abbruchbedingung oder in diesem Fall die Schleifendurchlaufbedingung sieht wie folgt aus, dass i kleiner oder gleich 100 sein soll. Wenn das der Fall ist, wird dieser Schleifenblock durchlaufen. Ist das nicht der Fall, wird abgebrochen, also wird die Schleife abgebrochen und es geht an dieser Stelle hier weiter, wo ich den Cursor hier habe. So, es ist also so, dass wenn die Schleife dann durchlaufen ist, also wenn diese Bedingung wahr ist, dann wird dieser Block hier ausgeführt und nach diesem Block wird die dritte Anweisung ausgeführt, nämlich dass i um 1 hochgezählt wird. Wenn das erledigt ist, dann geht es wieder oder dann beginnt die Schleife wieder von vorne. Hört sich sehr kompliziert an, das müsst ihr ein paar Mal machen und dann habt ihr es auch drauf. Das ist so schwer nicht zu verstehen. So, wir führen jetzt mal die Schleife aus, gucken mal, was passiert. Und siehe da, wir sehen hier unten Durchgang 1, also i haben wir uns ja anzeigen lassen, die Variable i, Durchgang 1, Durchgang 2 und so weiter bis Durchgang 100. Denn wenn i 101 ist, dann, was passiert dann? Dann ist eben diese Bedingung, die Abbruchbedingung gegeben, dass i, die Abbruchbedingung gegeben, das stimmt nicht. Also das, dann ist eben diese Bedingung hier, i ist kleiner gleich 100, nicht mehr erfüllt. So wollte ich das sagen. Das ist also nicht mehr erfüllt und deswegen wird die Schleife dann verlassen. Ja, das war es eigentlich jetzt schon mit der For-Schleife.
Ja, die werdet ihr also wirklich zu 90%, wenn ihr Schleifen verwendet, werdet ihr auch die Vorschleife verwenden in eurer Programmierarbeit. Ja, das war's soweit. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich antworte drauf. Und die Vorschleife werden wir auf jeden Fall bei Arrays nochmal benutzen, um halt durch die Arrays durchzuiterieren. Aber dazu kommen wir später. Jetzt danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Schaut euch die weiteren Tutorials an und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.